Hallo Leute, hier ist der Dan und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei meinem durchgeblättert Video zu Seelenfänger Täuscherland. Schön, dass es endlich geklappt hat. Es ist auch eine kleine Premiere für mich. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Das ist nicht die Premiere, sondern die Premiere ist, dass das Interview mit Jörg Köster zu Seelenfänger mein erstes Interview auf meinem Kanal war. Und das hat dann ja eine kleine Interviewserie nach sich gezogen mit interessanten, mit spannenden Gästen. Und ja, das waren so ein bisschen, das ging also ein bisschen damit los. Ich habe hier gerade, Entschuldigung, das ist so rappelt. Ich habe hier gerade so ein Lesezeichen gesucht, aber da ist irgendwie eine Flüssigkeit drüber gelaufen. Das sieht nicht mehr so schön aus. Es waren Seelenfänger, Täuscherland. Lesezeichen. Na gut. Kann ich jetzt wegschmeißen. Schade. So, wir haben hier, wie gesagt, das Settingband Seelenfänger Täuscherland mit dem schon bekannten Cover. Und ich sage euch, es ist wirklich auch super geil gedruckt. Und ich muss wirklich nochmal dazu sagen, ich habe jetzt vor kurzem Sumbaorum aufgenommen. Ich habe verschiedene andere Rollenspiele aufgenommen. Diese Qualität des Druckes der Bilder, ja, sind so hochwertig, das ist unfassbar, ja, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Und hier ragt ein was ins Bild. Das ist schon fast nicht mehr fassbar. Ja. Also es ist, diese kleinen Rollenspielsysteme mag es auch noch geben, mit Schwarz-Weiß-Büchern und so weiter. Die finde ich auch immerhin immer noch gut, ja. Aber es ist echt erstaunlich, was heutzutage alles rauskommt. Also wirklich super, super gedruckt. Ich gehe ein bisschen näher ran, Mann, für euch. Das Buch ist richtig schwer auch. Super gedruckt. Ihr habt da ein richtiges Pfund in der Hand. Wir gucken mal hinten drauf. Redaktion Fantastik, der Preis 49,95. Das ist halt der Unterschied zu vielen anderen Herstellern einfach. Wenn ich ein großer Verleger bin, dann habe ich die Möglichkeit, Bücher in dieser Qualität auch unter dem Preis anzubieten, den ich eigentlich dafür nehmen müsste. Ja, das bedeutet, ihr bekommt zum Beispiel ein Buch so von dieser Stärke, auch in dieser Druckqualität, teilweise auch für 20 Euro. Aber bitte, bitte versteht, dass es dabei um Angebote geht, um die Spieler zu locken. Ja, das ist kein Preis, wo man sagt, okay, da können wir reell von leben oder weiterarbeiten. Ja, zum Beispiel Cthulhu 7. Ja, kostet 20 Euro das Grundregelwerk, da ist viel recycelt, da sind einige günstige Bilder drin, was jetzt nicht negativ ist. Es ist natürlich auch toll, dass es sowas gibt, ja? Aber diese Preise verwässern den Markt und macht es dann auch Büchern so schwer, auf einem Markt zu bestehen, wenn die Qualität dann oder mit dieser Qualität halt, weil die dann, weil man dann sagt, ja, warum soll ich da jetzt 50 Euro für bezahlen? Na? Also immer dran denken, die Auflagen sind sehr klein und die Verlage machen auch nicht wirklich viel Gewinn und ja, leben und leben lassen. Wenn es so günstige Angebote gibt für 20 Euro, dann gerne mitnehmen, aber nicht als Norm begreifen. So, ich schau mal hinten drauf. Zum ersten Mal mit euch. Ich habe ehrlich gesagt noch nie drauf geguckt. Ich habe es jetzt ausgepackt und gehe jetzt mit euch live in die Berichterstattung rein. Also Einblicke in Geschichte und Mystik der Welt, detaillierte Beschreibungen aller Regionen des Täuscherlandes, Beschreibungen der wichtigsten Organisationen und Kulte, eine Übersicht der im Täuscherland gestrandeten Barbarenvölker, fertige Charaktere, Bestiarium und Abenteuer für eure eigenen Kampagnen. Willkommen im Täuscherland. Wunderbar. Es ist, glaube ich, sogar im Moment noch ein weiteres Buch im Crowdfunding oder war im Crowdfunding. Da bin ich jetzt leider überfragt. Da kann ich im Moment nicht mitreden.
So, also wir schauen erstmal hinten rein, weil es ist eine Karte mit beigelegt. Diese Karte wird nicht hier in den Bildausschnitt passen. Die ist so, Moment, lass mich kurz überlegen. Den A4 ist ein Papier, den A5 ist kleiner. Also es ist eine DIN A3 Karte. Da muss ich manchmal überlegen. Auch das geht eigentlich so vom Ausschnitt her. So, ich sehe zum ersten Mal auch das Ganze mal in Ruhe. Das ist das Land des Täuschers. Der Täuscher ist ja eine Figur, ein Gegenspieler. Und ja, es ist der Nordteil eines Kontinents. Wir haben Wälder, wir haben Gebirge, wir haben Küstenregionen, wir haben Inseln. Die Nebelfelsen, die Graufelsen. Ja, wir haben viele Städte. Okay, Trümmerburg. Auf den ersten Blick nichts Revolutionäres, aber auf jeden Fall top. Ja? Das darf man nie so abwertend nehmen, wie es jetzt vielleicht, oder man das nicht, sollte es nicht so abwertend verstehen, wie es sich vielleicht angehört hat. Es ist eine solide, schöne Karte, mit der ich auch Bock hätte zu spielen. Ja? Es ist jetzt natürlich nichts, wo man jetzt sagt, das ist jetzt revolutionär neu oder ja. Aber das muss es nicht sein. Darf man nicht irgendwie einen falschen Hals bekommen. So. Wir gehen rein. So, ich denke mal, in zwei Videos werden wir das hier durchbekommen. Von Jörg Köster. Das heißt natürlich nicht, dass wir nach diesen zwei Videos dann fertig damit sind, sondern das ist nur, wir gucken uns das nur an in zwei Videos. So, erstmal ganz normal Impressum. Das Ding hier ist wie gesagt Fate. Und zwar, um genauer zu sein, Fate Core. Ich muss mal ganz kurz rausgucken, was meine Katze da macht. Würden Sie bitte darunter gehen? Ich habe einen neuen Stuhl, den habe ich noch nicht aufgebaut, der steht noch als Karton im Flur. Ja, ihr könnt es euch ja denken, Katzen und so. Das ist ein Settingband zu Fate Core. Das bedeutet, ihr bekommt das komplette Regelteil umsonst aus dem Internet und zwar legal auf faterpg.de oder einfach mal Fate Download suchen. Ganz, ganz einfach zu finden. Und dann bekommt ihr das Fate Core Regelwerk, das ist das blaue. Und damit könnt ihr dann das hier spielen. Ne? Ich glaube, das gab es bei Dungeons and Dragons 3,5 oder so, gab es das auch, dass das so Open Source mäßig war. So ist das hier auch. So, jetzt haben wir erstmal die Dankesworte. Da bin ich auch mit dabei, das freut mich. Ich bin in einem Buch abgedruckt. Und zwar so, dass man es lesen kann. Ja, bei manchen Büchern bin ich ja dabei und das waren einfach so viele Bäcker, dass man es gar nicht sehen kann. Aber im Endeffekt hat niemand was davon. Es ist nur ein schönes Dankeschön und gehört auch einfach dazu. Wir schauen rein im Inhaltsverzeichnis. Impressum ist klar. Danke an alle. Was ist das Täuscherland? Aus den Geschichtsbüchern Menschen Schicksal. Götter wirken. Seelenheil. Heil, Feenwelt, Weltkarte von Täuscherland. Und jetzt, das ist quasi die ganze Geografika, Barbarenvölker, die wilden Stämme. Und hier haben wir Bestiarium. Das Bestiarium, 193 bis 226, also über 30 Seiten. Gut. Götterwelt, die Regeln kommen am Ende. Das ist gut, das finde ich mittlerweile eigentlich ganz cool. Es gibt ein paar Bücher, die das machen. Auch jetzt das Simbaorum hatte das so organisiert, dass die Regeln und die Spielleiter. Katze! Hören Sie auf, bitte! Ich werde jetzt mal kurz pausen. So, weiter geht's, Leute. Und ganz wichtig ist, wenn man schon so, so Lichtstrahler hat, um das alles noch schön auszuleuchten, dann das muss man die auch immer dann vergessen. Ne? Sind jetzt an. Ich habe die Katze. Nicht verscheucht. Wir haben nur ein bisschen geschmust.
weil er hat ja nichts Böses gemacht. Er hat ja einfach nur ein bisschen mit dem Pappkarton gespielt. Ja, genau. Du weißt ja auch nicht, dass ich hier aufnehme, gell? Haben wir nicht heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen, wann ich aufnehme? Ja, ich habe dir extra eine Uhr gekauft. Er hält sich nicht dran. Na gut. Zurück zu meinem Gedanken vor dem Cut. Gibt einige Rollenspielsysteme, die das machen. Die Regeln nach hinten setzen, um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, lesen, spoilerfrei und dann kommen erst die Regeln oder irgendwelche Dinge, die nur für den Meister sind. So. Das ist schon mal was. So, was haben wir noch? Anhang, Abenteuer kommen da hinten. Wie viele Abenteuer sind das? 10 Seiten. Also so wie ich es jetzt gelesen habe, sind das auch nur Ansätze, Szenen und so weiter. Oh, gucken wir dann, sehen wir dann. So, Anhang ist dann die Fertigkeitenliste und so weiter, Beispielcharaktere, Index, Notizen. Oh, es gibt eine Notizenseite. Das ist natürlich oldschool, aber ich weiß nicht, es hat halt auch echt noch niemand benutzt, ne? Also ich kenne niemanden und im Internet kenne ich auch eigentlich niemanden, der das mal benutzt hat. Weil man schreibt eigentlich in solche Bücher nicht rein. So, ja, wir haben jetzt eine Katze hier. Die wird das Ganze überwachen. Ich hoffe, die wird nicht das Buch anknabbern, so wie bei Simba Orum. Da habe ich geblättert und das fand sie so schön, dass sie dann einfach mal reingebissen hat. So, was ist das Täuscherland? Wie gesagt, Bilder vollfarbig, mehr oder weniger. Es ist natürlich hier schwarz-weiß, aber das ist ja auch Farbdruck. Wirklich schön dieses glatte Papier, was mir immer beim Aufnehmen Kopfschmerzen bereitet, weil es so schön spiegelt. Da muss ich immer gucken mit der Lichtquelle, dieses, das ist jenes, dass das alles passt. Ne? So, was ist Fate Core? Was brauche ich zum Spielen? Also die Einsteiger-Sachen sind da. So. Und guckt euch das an. Was ist denn nur los, sag mal? Man kann das damit zusammen... Ich bin jetzt echt am Überlegen. Es gab vor kurzem ist die Box zu dem Rocket Beans rausgekommen. Zu dem Rocket Beans Abenteuer Tears. Ne? Kostet, glaube ich, 40 Euro oder so. Da ist dann das Abenteuer drin und die Regeln und... ein paar, keine Würfel, aber so die Charaktere und so Kram. Ich weiß jetzt nicht mehr, was alles. Naja, habe ich leider keine bekommen. Und kann das sein, dass das damit zusammenhängt, dass die Rocket Beans jetzt schon seit Jahren so massiv Werbung machen für Rollenspiele, dass der ganze Rollenspielsektor einfach jetzt einen Zuwachs bekommt von sagen wir mal, frischen Anfängern? Ja. Weil das ist ja mittlerweile so ein bisschen in der Popkultur angekommen. Also es ist echt fantastisch. So, Vermächtnis aus der barbarischen Zeit. Aha. Orden der heiligen Erlösung. Alter Schwede, ey. Ich freue mich schon total. Ich habe so viele Sachen, die ich noch lesen muss und machen muss. Und ja, was heißt muss? Ja, muss nicht, möchte. Muss nur aus meinem Antrieb zu sagen... Die möchte ich gerne für mich und auch für den Kanal quasi aufbereiten und möchte natürlich auch aus eigenem Interesse. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand. Ne? So. Orden der reinen Marter. Na, da freue ich mich aber drauf. Die letzte Hoffnung. Alter Schwede. Okay, es ist auf jeden Fall formatiert. Boah, hier ist ein Ganzseiter. Oder Doppelseite, wie man das nennt. Hier haben wir jetzt eine Kampfszene. Das ist ein barbarischer Mensch, der einen weiterentwickelten Menschen gerade durchspießt, aber dabei auch sein Leben verliert. Und hier drüben stirbt einer durch dämonische Beschwörung. Der wird von einem Geist an der Gurgel gegriffen. Mhm. Wir haben ja alle das Intro gesehen, hoffe ich, zum Täuscherland. Da gibt es ja schon mal so ein paar grundlegende Informationen. Aber ich bin da auch nicht so firm drin. Noch nicht.
So, Menschenschicksal, Menschenstatus quo im Täuscherland. Die Menschen des gefallenen Reiches sind traumatisiert durch den letztlich doch verlorenen Krieg, durch Macht- und Kontrollverlust der Oberen über deren Hoheitsgebiete, durch den Fluch, der auf ihrem Land liegt und letztlich natürlich durch die ständige Bedrohung durch monströse Wesen. Der Täuscher selbst verlässt seinen Sitz im Unseligholz niemals. Ja, klassisch eine Welt, die frei zu kämpfen gilt. Okay, sind wir hier. Beispielaspekt, geschützte Türschwelle. Ja, natürlich geht es hier gleich los mit Aspekten. Und Leute, guckt euch das an. Ich krieg hier fast die Tränen in die Augen. Es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach der Hammer. Ne? Mir gefällt auch die Schrift. Es ist endlich mal eine schöne Schnörkelschrift, die man gut lesen kann. Ich habe ja so ein bisschen bei Hexen das Problem, dass ich die Schrift nicht so gut lesen kann. Also sie ist super schön und passt auch stimmungsvoll. Nur als wenn ich damit als Lesen oder Arbeiten Entschuldigung. Also wenn ich damit arbeiten soll, ist sie halt schwieriger für mich zu lesen. Aber die kommt ja nur in den Überschriften vor, von daher geht's noch, ne? Aber beim Suchen kann das dann schon manchmal ein bisschen nervig sein. Kann. Ich möchte jetzt da nicht irgendwas nach vorne reißen, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich wollte es nur mal ansprechen, das ist mir gerade so eingefallen und aufgefallen. So, jetzt haben wir hier das Götterwirken. Lass uns mal gucken. Die Sitale des Bewahrers steht für die Wärme und das Leben, Gesetze, Wissen. Okay. Sitale der Elemente. Sieben Elemente aus den, was haben wir denn da? Erde, Feuer, Wasser, Luft, Holz, Magie und Fleisch. Fleisch ist ein Element. Das ist so cool. Ah, ich brauche noch was zu trinken. Entschuldigung, meine Stimme macht heute irgendwie Spirenzchen. So, Sitale des Erwachens. Lichtgeburt, Anfang, Heilung. Das ist halt für mich immer das Uninteressanteste. Götter kann man aber viel mitmachen und so weiter. Verstehe ich auch. Nur sind die für mich immer alle recht ähnlich. Ne? Das Konzept des Gottes für einen Schutzpatron, der für irgendwelche Aspekte im Leben steht, okay, schon tausendmal gesehen, brauchen wir nicht so groß ausgebreitet, finde ich gut hier auf zwei Seiten, Thema erledigt. Viel wichtiger sind dann die göttlichen Wunder und so ein Kram, wie hier im Mirakelhandwerk, jenseits Seele und Hölle, wie das alles gesehen wird in dem Täuscherland, ne? Und hier, das sieht mir doch ganz noch ein Stück aus, hier mit dem Fährmann. Und es ist einfach toll. Also wirklich, Leute. Super. Also Jörg Köster und sein Team. Ne? Also er hat ja, ich glaube nicht, dass er Jörg zeichnen kann irgendwie oder beziehungsweise hierfür gezeichnet hat. Das, vielleicht kann er zeichnen, aber er hat sicher hier nicht für gezeichnet. Können wir ja auch vorne mal reingucken, interessiert mich. Illustrationen, Hanna Böwig, Kajat, Richard Hanuschek, Anna Kersten. Und das Cover ist von der Hanna Böwing. Und das Interessante ist, wir haben jetzt, wahrscheinlich hat es deswegen auch ein bisschen länger gedauert, wir haben jetzt weniger Künstler, Bilder zugesteuert, aber es sind nicht gefühlt weniger Bilder als zum Beispiel in einem DSA-Band. Und bei DSA ist die Liste sehr lang an Zeichnern. Das bedeutet, dass da viele Zeichner vielleicht mal ein Bild, vielleicht zwei eingereicht haben. Ja? Aber das dann halt innerhalb von 3 Monaten. Ja? Ich sage jetzt einfach nur so eine Zahl. Ja? Und hier sind halt wenige Künstler, die aber viele Bilder hier drin haben. Das heißt, es dauert natürlich alles viel länger. Seelenheilen, Ahnenkunde, alter Schwede. So, also es gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das
wisst ihr schon, allein die Aufbereitung. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, der Orden der reinen Marter ist jetzt das, die Schattenwelt ist das und so weiter. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Wir gucken uns das jetzt zusammen durch. Und schon alleine die Aufbereitung, ja, ist für mich schon würdig zu sagen, okay, da habe ich Bock drauf. Vermittelt mir das Buch, das ist das, was ich jetzt eigentlich mache, ja? Vermittelt mir das Buch Interesse an der Welt und Interesse auch an dem ganzen Text. Ist ja sehr viel Text natürlich, ja. Und wenn ich das sehe, also das habe ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, wann habe ich es denn das erste Mal, dass ich so in dieser Art ein Buch gesehen habe? Das war schon so auch in dieser Qualität, mit der Farbe, mit der Fülle an Bildern und so. Das war noch Star Wars, das erste Star Wars, was von Heidelberger Spiele aufgelegt worden ist. Ich kann mich davor an nichts so in dieser Art erinnern. Ja, ich habe da vorher nur DSA 4.1 Bücher gehabt, alle in Schwarz-Weiß. Bilder waren auch drin, aber tausendmal recycelt oder weniger. Oder Midgard, ja, wo das alles vielleicht noch ein bisschen weniger war mit Bildern, ne? Ja, und jetzt kommen hier solche Klopper raus. Also das muss man wirklich mal würdigen. Da hat sich einiges getan, verändert. In vielen Sachen zum Guten optisch. Das ist natürlich auch, hat auch was mit dem Preis dann zu tun, dass sich negativ verändert hat. Und ich glaube, das ist jetzt eine steile These. Das ist mir jetzt nur so in den Gedanken in den Kopf gekommen, während ich rede. Kann auch sein, dass es nicht stimmt. Gerne unten in die Kommentare den Faden aufnehmen und weiterdenken. Wir sind an einem Punkt, in der die Rollenspielszene so alt geworden ist, dass 30 jung ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ihr wisst, was ich meine. Es gab in den 80ern und 90ern so eine Hochzeit von Rollenspielen, die sind dann irgendwann eingeschlafen und es haben sich ganz viele Spielergruppen entwickelt und so. Und das sind halt sehr, sehr viele Ältere und es gibt mehr Ältere als Neueinsteiger oder es gab viel mehr. Und diese Leute sind älter, die Leute haben halt Bock und haben die Kohle für sowas richtig Geiles. Aber als die Rollenspiele rausgekommen sind, war das nicht so. Da waren die alles Jugendliche und so weiter, da ging es drum billig. Nicht billig von der Qualität der Texte her, nicht billig vom Rollenspiel her, von der Mechanik her, sondern von den Büchern her. Ja, da mussten 2-3 Bücher und damit musste man das ganze Rollenspiel weitestgehend erfassen können. So. Und vor allem halt dann auch 300, 400 Seiten für 30 Mark oder 50 Mark oder 30 Euro, keine Ahnung, 35 Euro. So, jetzt ist aber das Problem, oder was heißt das Problem? Es ist halt jetzt gerade so, der Markt wird sich jetzt ein bisschen verändern, das weiß ich aber nicht, da würde ich mich gerne mit irgendjemandem drüber unterhalten, der da direkt am Puls der Zeit ist. Jetzt kommen die Rocket Beans vor 4 Jahren oder so und bringen Rollenspiel, Pen and Paper wieder zurück mit einem wahnsinnigen Erfolg, bringen das sogar ins Öffentlich-Rechtliche mit Funk. Pete Smith macht da Dinge drüber und noch etliche andere, die jetzt mit Rollenspielen was machen oder gemacht haben und das alles mal so ein bisschen wachgerüttelt haben. Und ja, dann werden wir vielleicht auch erleben oder haben wir jetzt auch erlebt, dass es dann viele neue Einsteigersets gibt. Ja. So, hier haben wir auch ein Leseband, das ist gut, das ist leider nur so ein dünnes. Ja. Okay, also mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt erstmal, das war jetzt erstmal der Teil 1. Ich werde dann mich ranhalten im Teil 2. Oder machen wir noch ein paar Seiten, Leute. Ist egal, machen wir nicht übertreiben. So, jetzt haben wir hier nochmal die kleine Karte drin. Ja, es gibt ja auch manche Rollenspielsysteme, da ist noch nicht mal so eine Karte drin. Zwinker, Zwinker, ja, ihr wisst, wen ich meine. So. Und wenn ihr es nicht wisst, dann seid froh, weil das ist echt ärgerlich. Bitte, ein Appell an alle Leute, die was mit Rollenspielen und nur mit Regionalbänden machen. In jedes Buch gehört eine Übersichtskarte rein.
und in jedes Regionalband gehört eine Übersichtskarte rein, in welchem Bereich wir uns befinden und auch regionale Karten. Aber mindestens eine Karte, wo man im Kontext zur ganzen Welt das, die Region zieht, die hier beschrieben wird. Weil ich habe Rollenspielsysteme, die ich sehr liebe, die mit M anfangen, wo in einem ganzen Regionalbeschreibungsbuch nicht eine einzige Karte ist, wo genau sich dieser Ort befindet. Im Kontext zur Weltkarte. Ne? Möchte ich. Und das ist was, sowas finde ich halt echt ärgerlich. Also das finde ich ärgerlich. Da bin ich auch ein bisschen traurig und muss ein bisschen schimpfen. So, jetzt haben wir hier die Nordmark. Das ist die Provinz ganz im Norden. Und Trümmerburg gehört da dazu. Aha, Tiefenbruch. Greifenstein, typischer deutscher Name, gibt es ja auch in Deutschland mehrfach. Torbucht, Nebelhafen. Ja. So, die Bewohner der Nordmark, stures Volk, ne? Niemand kann sie in die Knie zwingen. Küstenbewohner, wie in Deutschland. Ne? So, Städte der Nordmark. Eisenfaustfeste. Oh Leute, ich hab richtig Bock, gell? First Wolf. Ich habe so viele Sachen, die ich noch lesen muss. Alter, ich komme einfach nicht hinterher. So, das ist so eine typische. Da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Wenn ich das hinter mir habe, dann machen wir kurz einen Break. Das ist so eine typische Fate-Geschichte. Ja, nicht das Bild. Das Bild ist super toll. Gefällt mir super, der Style. Hat auf jeden Fall super Wiedererkennungswert. Aber wovon ich jetzt eigentlich spreche, ist so ein bisschen diese Gestaltung. Das ist so eine typische Fate-Optik. Wie ich es nennen möchte. Ihr habt erstmal das Konzept. Und Konzept ist immer mehr als nur Eiserner Fürst des Nordens, sondern das heißt auch dann gleich viele, 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 viele verschiedene Dinge, ne, im Fate-Setting. Ja? Das heißt, er ist der Fürst des Nordens. Das heißt, er hat das Attribut Eisern. Das heißt, er ist ein harter Hund. Ja, das heißt auch, dass er alles da im festen Griff hat und so weiter. Also da kann man ganz viele Sachen dann reininterpretieren. Das kann auch sein, dass er skrupellos ist. Ja? Und das kann man alles reininterpretieren und dementsprechend dann ausspielen. Dilemma, was wird aus meinem Erbe? So, ist wahrscheinlich kinderlos. Ja? Sucht alle Möglichkeiten, um noch irgendwie ein Kind zu bekommen oder so. So, und dann Aspekte. Ja, es ist eine militärische Notwendigkeit, steht stets im Dienst, ich baue auf meine Inquisition. Ja, damit kann man halt alle seine Handlungsweisen rechtfertigen, anhand dieser drei Aspekte. Und auch quasi beschreiben, dann im Spielverlauf. So, dann hat er verschiedene Fertigkeiten und hat Stunts und hat Stresskästchen. So, es gibt hier auf jeden Fall körperlich und geistig. Das sind die Standard von Fate Core. Ja, so, also das sind die Lebenspunkte, ja, kann man sagen. Okay, er kann einen Haufen Konsequenzen nehmen, das heißt, er hält auch ganz gut was aus. So, ich gehe wieder zurück. Na gut, aber das wollte ich nochmal so ein bisschen zeigen, dass das eigentlich so einen Charakter schon ausmacht und es wird mit quasi wenigen Worten sehr, sehr viel umrissen, für das ihr halt bei anderen Rollenspielen so ein ganzes Blatt bräuchtet. Das wird hier dann halt in wirklich, wenn man es genau nimmt, mit ein paar kurzen Sätzen abgehandelt und ist damit auch erledigt. Ja, ihr könnt halt auch viele Sachen, die ihr vielleicht nicht bedacht habt, anhand dieser Aspekte, anhand dieser Sätze dann rechtfertigen. Das ist super toll. Okay, Leute, wir machen hier einen kurzen Break. Und sehen uns dann im zweiten Teil von Seelenfänger Täuscherland, was mich jetzt schon mal sehr positiv zurücklässt. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weiter Interesse habt an Rollenspielvideos, auch an alten Rollenspielen, Retro-Rollenspielen, hier kommt alles Mögliche, ne, was alles
erwähnenswert ist in meiner kleinen Bibliothek der Rollenspiele. Macht's gut, Leute. Ciao.